Hallo, ich grüße dich zum letzten Teil der Kotter-Serie. Jean-Paul Kotter, 8-Stufen-Modell für erfolgreiche Veränderung, haben wir uns angesehen. Wir haben uns auch die agile Variante für Change Management im zweiten Teil angesehen. Heute geht es darum, die Prinzipien für die erfolgreiche Veränderung, für den erfolgreichen Wandel in Unternehmen kennenzulernen. 4 Stück an der Zahl. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran und viel Spaß bei dem Video. Die 4 Prinzipien für erfolgreiche Veränderungen, die wir gleich kennenlernen werden, sollen während des gesamten Veränderungsprozesses als Leitfaden dienen und permanent gelten. So, das ist erstmal das kleine Vorwort. Jetzt fangen wir an. Erstes Prinzip bedeutet, wenig auserwählte und viele verschiedenartige Menschen einzusetzen. Denn viele Menschen treiben den wichtigen Wandel in Organisationen voran. Nicht nur die üblichen Verdächtigen oder Beauftragten oder das Change Management Team, sondern Kotters Vision ist es, eine Freiwilligenarmee von Mitarbeitern aus der Hierarchie zu gewinnen, die sich die Botschaft der Veränderung zu eigen machen und sich dafür auch engagieren. Der Wandel wird also nicht von einem auserwählten kleinen Kreis der Führungskoalition vorangetrieben oder angeführt, sondern von einem motivierten Netzwerk von freiwilligen Menschen. Dazu hat er festgestellt, dass nur 5 bis 10% der Führungskräfte und Mitarbeitenden aus einer Hierarchie ausreichen, damit so ein Netzwerk wunderbar funktionieren kann. Also das macht uns Mut, dass das auch gelingen kann. Was ist denn jetzt nun die Kernbotschaft für das erste Prinzip, wenig Auserwählte, aber dafür viele verschiedenartige Menschen einzubinden? Nun, die Kernbotschaft ist, überhaupt erstmal mehr Menschen in die Veränderungsinitiative einzubinden und nicht erstmal hinterm verschlossenen Kämmerlein zu sagen, naja, wollen wir mal die Menschen noch nicht verrückt machen, ja, die sollen sich ja nicht ablenken lassen von ihrem normalen Tagesgeschäft, sondern viele mit einzubinden und die Menschen werden auf einmal den Wandel auf verschiedenen Ebenen stärken. Das zweite Prinzip lautet mehr Führung, nicht nur Management. Das Netzwerk, das wir brauchen, ne, unsere Armee von Freiwilligen, die in einem Netzwerk organisiert werden, werden von Führungskräften motiviert, von Leadern, während wir Manager brauchen, um die Hierarchie aufrechtzuerhalten. Beides ist wichtig. Aber das Netzwerk braucht visionäre Führung, Kreativität, ja, Inspiration, Menschen, die nach Möglichkeiten suchen und auch schnell handeln. Und diese inspirieren dann die Freiwilligen auch, sich dem anzuschließen und ja, ein Stück weit zu folgen. Manager sind der Kern einer gut funktionierenden Hierarchie. Und das sind in der Hierarchie, oder die Hierarchie ist ja prädestiniert dafür, hatte ich jetzt schon in vergangenen Videos immer mal wieder gesagt, das Bestehende, das Definierte, die Vorgaben, die Prozesse auch exzellent, zuverlässig auszuführen. Aber den Status quo zu hinterfragen und ihn neu zu formulieren, dazu braucht es das innovative Netzwerk, das von Leadern, von Führungskräften angeführt wird. Hier machen wir ein Riesenthemenfeld auf von transaktionaler und transformatorischer Führung. Das will ich hier nicht weiter betrachten, aber das ist sozusagen dann der nächste Schritt, ja, zu sagen, okay, welche Personen können denn super Manager sein? Welche Personen haben wir auch so einen transformatorischen Führungsstil und können genau diese Vision und Begeisterungsfähigkeit bei Menschen auslösen, damit sie ihnen auch freiwillig folgen und etwas machen, das sie vielleicht sonst nur unter Zwang machen würden. Was ist denn jetzt die Botschaft von dem zweiten Prinzip? Mehr Führung, nicht nur Management. Nun, erstmal ist es so, dass beides wichtig ist. Wir brauchen beides in der Organisation, Management und Leadership. Aber ohne Leadership wird der Wandel nicht schnell genug vorankommen. Also setzt beides ein, damit wir sicherstellen können, dass der Wandel vorankommt und auf dem Weg dorthin, das ist nämlich dann der nächste Schritt, auch gemanagt wird. Ne? Weil die Ideen, die aus dem Netzwerk kommen, müssen ja je nach Hierarchie auch umgesetzt werden. Drittes Erfolgsprinzip lautet: Handeln mit Kopf und Herz. Also nicht nur mit dem Kopf. Ja? Man muss auch an die Emotionen der Menschen appellieren, wenn man will, dass sie zu einem echten Wandel beitragen. Also es überzeugen nicht nur Zahlen, Daten und Fakten, sondern wir müssen die Beteiligten emotional ansprechen, Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, gemeinsam auch zur Veränderung beitragen zu können und damit das Unternehmen auch am Ende erfolgreicher zu machen. Das gibt den Mitarbeitern Sinn und Bedeutung ihrer Arbeit. Wenn wir es schaffen, die Veränderungsbemühungen, die ja die Mitarbeitenden umsetzen sollen, sinnvoll zu gestalten, dann werden die Teammitglieder handeln, wie es die Führungskräfte oder Leader auch möchten. Gerade in der heutigen Herausforderung, ich sage mal jetzt,
Generation Z, ich bin ja noch Generation Y, die noch viel stärker purpose-getrieben sind, wo es darum geht, einen bestimmten Zweck und einen Sinn zu erfüllen, haben Führungskräfte, Leader, Manager, alle die Herausforderung, gerade bei solchen Veränderungen, das auch ernst zu nehmen und zu überlegen, ja, was ist denn der Zweck? Was ist denn der Sinn? Weil wenn wir den Sinn rüberbekommen, dann, wie gesagt, werden die Menschen auch mal die Dinge umsetzen, die die Führungskräfte wollen, aber sie möchten es von sich heraus, weil sie überzeugt sind, dass es eine positive Sache ist für das Unternehmen. So, und das letzte Erfolgsprinzip heißt, eine Kann-Mentalität installieren und nicht eine Muss-Mentalität. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie den Wandel mitgestalten wollen und die Erlaubnis auch haben, dieses zu tun. Die Energie, die mit Freiwilligkeit verbunden ist, ne, denken wir bloß an Ehrenamtliche, ist von entscheidender Bedeutung bei solchen Veränderungen und kann nur genutzt werden, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie das tun dürfen und nicht, dass sie es tun müssen. So, und das ist die große Kunst, also diese Ermächtigung, dieses Empowerment auch so rüberzubekommen, dass die Leute sagen, jawohl, ich kann es, ich werde es auch selber tun, ich habe die Erlaubnis, ich brauche keine Angst haben, dass wenn wir jetzt was verändern und auch ein Risiko eingehen, weil wir oft nicht wissen, ob es nun besser ist als vorher, sondern wir müssen es ausprobieren. Und ich habe keine Angst, dieses Risiko einzugehen, weil ich auch keine Strafe zu befürchten habe, keine Sanktionen, keinen Vorwurf, Mensch, da hast du einen Fehler gemacht und es hat nicht geklappt, sondern okay, wir haben es ausprobiert und mach weiter, du wirst schon den richtigen Weg finden. So, jetzt habe ich mal meinen Hintergrund entfernt, damit ihr es besser sehen könnt. Also hier alle vier Prinzipien nochmal im Überblick, ganz kurz nochmal von mir zusammengefasst. Wir brauchen viele verschiedenartige Menschen quer durch die Hierarchie, durch verschiedene Disziplinen, die wir einbinden. Macht das Veränderungsprojekt ruhig größer und ja, traut euch mehr Menschen mit einzubinden und macht es nicht im stillen Kämmerchen, Veränderungen sozusagen hinter vorgehaltener Hand. Zweitens, mehr Führung, Leadership ist gefragt, gerade bei der Führung von Netzwerken, die auf Freiwilligkeit beruhen, dass wir Leute, Menschen, Führungskräfte haben, Leader, die mit Vision, Kreativität und Inspiration voranmarschieren. Und der dritte Aspekt ist auch Handeln mit Kopf und Herz, also nicht entweder oder, sondern beides, nicht nur Zahlen, Daten und Fakten. Gerade für Menschen, die nicht in der Geschäftsführung angesiedelt sind, sind betriebswirtschaftliche, makroökonomische Zahlen weniger bedeutsam, sondern es geht eher darum, was ist das, bedeutet das für mich persönlich in meinem Umfeld? Und das hat manchmal einen anderen Zusammenhang und da müssen wir mit anderen Argumenten kommen, als nur, da können wir unsere Markt sozusagen Dominanz weiter ausprägen. Und der letzte Aspekt ist, eine Kann-Mentalität und nicht eine Muss-Mentalität zu implementieren. Also wie können wir es schaffen, dass die Menschen wissen, sie dürfen das, sie dürfen auch mal Fehler machen und nicht, ihr müsst jetzt Folgendes machen. So, das ist die Herausforderung an, ja, Leadership, an Management, solche Veränderungsprozesse zu strukturieren. Und das, so wie Kotter dann in seinem Modell von 2014 sagt, in einem dualen Betriebssystem, wo wir beides können, Hierarchie und innovatives Netzwerk. So, dann sind wir wieder am Ende des Videos. Unsere kleine Trilogie ist zu Ende und wir kennen jetzt nochmal vier Erfolgsprinzipien, die wir, denke ich, gut umsetzen können. Und es hat auch mit Mut zu tun, gerade mehr Leute mit einzubinden und mit Kreativität mal voranzugehen, auch mal das Herz sprechen zu lassen und die Leute mal einzubinden und Fehler machen zu können, also zu vertrauen, eine Kann-Mentalität zu implementieren. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Like und abonniere gerne den Kanal. Und dann sehen wir uns zu einem nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, ciao.